Und bei mir im Studio ist nun Marie Droste. Marie, wir haben ja schon gestern darüber beide gerätselt eigentlich, was da passiert ist. Die Russen sind aber sehr schnell. Die Ukraine ist weiter zurückhaltend. Was hat sich jetzt in den letzten 24 Stunden getan? Was hast du rausgefunden? Es kommt kaum Neues. Also deswegen habe ich jetzt mal versucht, die Kleinigkeiten, die es momentan gibt, zu analysieren. Denn ich kann schon mal vorwegschicken, wirklich gesichert ist immer noch ziemlich wenig. Und du sagst es, die Ukraine vor allem, da kommt fast nichts an Informationen. Dieser Absturz der Iljuschin 76 gibt weiterhin Rätsel auf. Denn was man inzwischen festhalten kann, ist, dass es ein Abschuss wohl gewesen ist. Wenn man sich jetzt Bilder anguckt, gestern auch von der Abschussstelle, das Wrack ist also an vielen Stellen durchlöchert. Das spricht dafür, dass es also tatsächlich eine Rakete dort gegeben hat. Allerdings welches Typs? Das kann man jetzt auch anhand dieser Aufnahmen nicht analysieren. Was auffällt, wenn man sich dieses Trümmerfeld dort anschaut, dass es kaum Leichenteile gibt. Also ich habe lediglich zwei bisher entdecken können. Hinterher hieß es von russischer Seite, na ja, die Leichenteile, die hätte man 1 bis 2 Kilometer entfernt gefunden. Aber auch davon gibt es keine Bilder. Es gibt überhaupt keine Belege dafür. Man kann nicht mal richtig abschließend klären, in welcher Richtung, von wo dieses Flugzeug überhaupt geflogen ist. Also wir haben hier bei Jablonowo diese Absturzstelle, das ist nicht weit entfernt von Belgorod. Nun sagen allerdings die Russen, dass man von Norden gekommen ist, Richtung, nämlich aus der Nähe von Moskau, von diesem Militärflughafen Tscherkalowski, in Richtung Belgorod, um also dann zu diesem Gefangenenaustausch zu fliegen. Das geht immer nur dort über diesen einen Grenzübergang. Allerdings sagt die Ukraine, zumindest eine Nachrichtenagentur dort, Interfax Ukrainska, die haben gesagt, es wäre genau andersrum, dass diese Maschine also in Belgorod gestartet wäre, Richtung Norden. Und wenn wir uns jetzt auch diese Aufnahmen anschauen von diesem Absturz, da kann man zwar sehen, dass die Maschine in nordöstlicher Richtung abgestürzt ist, aber das sagt eben auch nicht abschließend etwas darüber aus, von wo in welche Richtung sie kam. Also auch das weiterhin unklar, ziemlich schwierig. Ein weiterer Punkt, der auch nicht zu klären ist momentan, waren da wirklich 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord. Insofern habe ich mal geschaut, denn es ist interessant, es wurde direkt auch von der russischen Seite, vor allem eben auch von Russia Today und anderen Propagandakanälen eine Liste veröffentlicht mit diesen 65 Namen. Und aufgefallen ist dann hinterher vielen Ukrainern, aber auch russischen Bloggern, dass ein Name zumindest, der dort auftaucht, Maxim Anatoljewitsch Konowalenko, dass der auch auf einer Liste stand von einem Gefangenenaustausch schon am 3. Januar dieses Jahres. Also das immerhin schon mal merkwürdig. Andere, die wollen da noch weitere Doppelungen entdeckt haben. Auch das lässt sich nicht abschließend klären. Das Einzige, was wir bisher festhalten können, ist zumindest nach Recherchen von zwei auch ukrainischen Medien, nämlich Radio Liberty und Smeshova, die haben herausgefunden, dass zumindest die Crewmitglieder, die russischen drei, die hat man inzwischen identifiziert. Die stammen alle aus einer Militär-Kriegstransportsregimentsbrigade in Orenburg stationiert. Das sind also diese drei. Und da hat man auch mit den Familien sprechen können. Und die haben jeweils den Tod bestätigt. Nun gab es auch viele Kriegsgefangene, die gesagt haben, durchaus. Einer hat sich gemeldet, ich bin schon mal geflogen, auch mit Flugzeug, mit so einer Maschine Richtung Belgorod. Ein anderer hat aber gesagt, da waren aber viel mehr Bewacher dabei. Also, dass man dann nur drei Begleitpersonen, wie die russische Seite das angibt, dabei hatte, das halten die auch wiederum für unwahrscheinlich. Aber sie merken es, weiterhin ziemlich wenig Bestätigung von der ukrainischen Seite, kommt quasi gar nichts. Und insofern viele Fragen, die weiterhin ungeklärt sind. Ja, dieses Rätselkasten, das werden wir wohl noch eine Weile knacken müssen, wenn wir es überhaupt jemals lösen können. Tja, mal sehen, ob die Ukraine sich wirklich an einer internationalen Kommission beteiligen wird, die das Ganze aufklären wird. Mal sehen, das, was die Russen sagen, wissen wir. Marie, du wirst das Ganze für uns weiter beobachten. Danke für den Moment.